Das ist der Kolumbanzweg durch die Schweiz durch, die 21 Etappen von Basel nach Castasegna. Der Kolumbanzweg durch die Schweiz ist Teil vom europäischen Kulturweg Via Columbani. Mit der Via Columbani soll der Weg noch abgebildet werden, wo der irische Mönch, der Columban, mit seinen 12 Gefährten, darunter auch der Gallus, am Ende des 6. Jahrhunderts von Bangor in Nordirland nach Bobbio in Norditalien gewandert ist. Und das ist der Himu Chrigali, der Christian Studer. Er hat das Buch geschrieben, wo er für den Bub war und auch ein Echt von seinem Vater. Aber da ist er jetzt ein Wanderer auf dem Kolumbanzweg. Wie er sagt, kein Pilger, sondern einer, der eben den Weg dokumentiert. Wir sind ein paar Meter mit dem Himu Chrigali, mit dem Christian Studer, auf Weg gewesen. Entschleunigen, das erfahrt ihr jetzt gerade selber, was es heisst. Ja, Christian, jetzt sind wir hier an dieser Tour. Du machst den Kolumbanzweg. Wie lange bist du schon dran? Ich bin heute der 26. Tag. Wie lange war der Stock da gewesen, oder wie viel also, länger? Da hier, dass ich 96 Wochen bin ich auf Jakobsweg, Rorschach, Genf und die Jakobswege in der Schweiz. Ich habe sämtliche Jakobswege fotografiert, wir gelaufen. Können laufen, gell? Wir können laufen, also, da, ja, gehen wir weitergehen. Genau. Eben, auf die Jakobswege habe ich alle fotografiert, plus die Varianten. Es gibt zwei Teile, die ich nicht gemacht habe. Das ist von Äfflingen auf Bernichen und Ellikon am Rhein auf Neftenbach. Das sind zwei Bitze, die ich nicht ganz gemacht habe. Das könnte man ja noch nachholen. Und dann Pässe im Kanton Bern. Im Ganzen bin ich über 8000 Kilometer durch die Schweiz. Darum natürlich läuft sich das hier ein bisschen ab, oder? Ja, und da habe ich, das war eigentlich 40 cm gewesen, und jetzt ist das hier nur noch 10 cm. Und das war so gewesen, und jetzt ist er halt wie nie. Es ist mir aufgefallen, jetzt habe ich doch einmal noch zu Bern, zu Frutigen an die Schule gegeben. Und du kommst ja eigentlich von Bern, oder? Ob ja, ich bin aus Kinderschule. Aber du hast vorher gesagt, zwei, das ist ja Berner Oberland. Ja, ich bin im Kinderschule. Ah, so. Ich bin im Kinderschule, als Verdingbub. Ja. Ich war Verdingbub im Gürbital. Jawohl. 1914, August 1957, habe ich in einen Pflegeplatz müssen. Darum hast du den Dialekt noch ein bisschen so. Ja, und ja, dann bin ich dort 2,5 Jahre gsi, und weil es da so gut hatte, bin ich dann ab, bin ich. Und habe dann wieder in einen Pflegeplatz müssen auf Amsudingen. Und dort war ich im Gärtnerhäuschen gsi von der Frau Dömero. Bist du noch ein schlimmer Bursch gsi? Nein, ich hatte es ganz gut gehabt. He. Ja. Ich musste nicht mehr müssen werken. Ja. Und ich war einfach geplagt, war ausgelassen. Ja. Und habe ein Buch geschrieben, und das Buch heisst Himmelkriegeli. Da kann man lesen, warum Himmelkriegeli, wie ich immer gelacht habe. Ich bin heute noch gegen den gleichen. Ich lache ja gerne, wenn ich es lustig habe mit den Leuten. Also der Humor ist nie verloren. Der Humor ist ein Träger. Ja. Und eben zu Amsudingen war ich bis im 62. Und dann hat der Vater im Kiental einen Berg übernommen. Und dann bin ich dann ins Kiental. Zu meinem Vater. Als Knecht dann? Aber als Knecht. Aber dort musste ich mich noch dreimal mehr müssen anlegen. Weil noch dann musste ich mehr werken. Okay. Und da war ich bis ich 20 war. Und mit 20 habe ich gesehen, so, jetzt muss ich es ändern. Wenn ich jetzt hier daheim bleiben will, muss ich Lohn haben. Und das hat man mir nicht zugestanden. Und dort habe ich den Schlussstrich gezogen und bin dann noch fort. Um 67 bis 69 war ich Traktorführer. Also, im Grossbetrieb Traktorführer und Bauern. Also reichhaltiges Leben bis 20? Ja, schon, ja. Und, du, was ist denn das da? Hast du da das Abzeichen da? Ja, was ist das? Dieses? Ja, ein Glücksbringer, oder? Nein, ich habe 2009 bis 2013 Mucki geleitet. Elkiturnen geleitet in Schliessach. Und das sind meine Grosskinder noch ins Elki. Das Grosse ist mit den Grosskindern zu mir ins Elkiturnen gekommen. Ja. Also eine spannende Geschichte. Und ich bin top zu Weg. Noch heute sehr bin top zu Weg. Das habe ich gemerkt. Du bist vorher noch ein paar Schritte gesprungen, gell? Ich bin heute noch. Ich mag gehen wie ein Reh. Aber ich schaue, ich bin jetzt 52 Jahre mit meinem Gewölch verheiratet. Die hat mich nie besoffen gesehen. Aha. Ich rauche nicht, ich saufe nicht, ich muss es nicht haben. Ich habe gerne ein Glas Schnaps. Ja.
Ja, gerne ein Glas Wein und ein Kaffee und ein Schnäpschen drin, wo so ein aber es muss nicht sein, dass man da schaut, dass man sich nicht mehr bekommt. Und das ist vielleicht schon ein bisschen mein Prädikat. Und ich habe es gerne lustig. Und die Leute, also wenn ich jetzt da hier schaue, jetzt bin ich da 26 Tage unterwegs. Ich bin doch der verwöhnlichste Mann. Mir tut man das Restaurant auf, wenn man das Restaurant so hat, und tut Kaffee. Mir tut man Schokoladenkarton auf, schreissen und nehmen einfach, was du willst. Ich weiss es nicht. Also und wir hier unterwegs, schau uns die Pracht, schau uns das Wetter. Schönes Gebiet. Ja. Ja, und eben. Das ist eben das Wahrzeichen von Krebs da oben. Das ist der Mergelkopf, gell? Ja. Ja. Und hier geradeaus, wo wir es so wählen können, das ist das Lukashaus. Das sind eigentlich behinderte Erwachsene. Ja. Aber für Krebs selber ist es wirklich eine Bereicherung. Man lebt mit denen, oder? Man hat richtig Freude, dass die sich im Dorf bewegen. Und zum Teil sind die auch im Dorf drin, in Wohnungen daheim. Ja. 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 Und wenn ich dir, Hans-Jürg, sage, dass meine Tochter jetzt den nächsten Montag anfängt, in einem solchen Heim, ja. Behinderte Betreuung, genau. Mit Behinderung. Ja. Das ist jetzt wirklich gelebte Inklusion hier. Ja. Ja. Und da muss ich auch so sagen, vorher hat man eine Frau da unten gesehen, seit der Pfarrer. Nein, ich bin nicht Pfarrer. Aber schaut denn, was mir zur Verfügung gestellt wird. Ja. Was mir zur Verfügung gestellt wird, die Leute am Weg sind anständig, flott. Man kann mit ihnen reden, man kann mit ihnen lachen. Und was willst du mehr? Was willst du mehr? Wie viele Kilometer machst du so am Tag? Also, ich habe gemacht. Also, wir bleiben ja alle vier Schritte stehen. Das macht gar nichts. Ich habe Zeit. Also, mein Weg, der, den ich hier mache, ich kann 3,9 Kilometer im Tag machen. Das ist gleich. Ich komme dann morgen wieder. Ich muss gar nichts. Ich muss keinen Meter gehen. Ich habe Zeit. Das Leben mit der Bevölkerung am Weg, das Austauschen von Gedanken, von verschiedenen Sichtwinkeln, ist für mich alles. Das ist alles, das beinhaltet alles. Wir müssen nicht ins Politische gehen, aber wenn wir den Weg, Natur und vielleicht auch noch ein bisschen mit spirituell und mit Erde, Boden und mit der Bevölkerung, wie leben die da? Das ist für mich schon wesentlich. Du warst ja Polizist. Hast du es dort auch einbringen können, deine Einstellung? Ja, ich konnte es einstellen, dass ich einfach mit gewissen Sachen nicht zurecht kam. Ja. Dass ich zuletzt nicht mehr geschlafen habe. Weil, für mich ist halt Recht Recht. Aber das hat heute keine Bedeutung mehr. Also das ist, ich sehe einfach, ich könnte das heute nicht mehr machen. Ich könnte das nicht machen. Aber das war lang gewesen eigentlich. Nein, das habe ich nicht. Das habe ich 4 Jahre gemacht. Ja. Mhm. Und das ist. Aber das ist eine Erfahrung. Ah, ja. Also ich ja. sage, jede Arbeit, die ich gemacht habe, ich bin jetzt so hinter im Schlachthaus, also bei einem Metzger auf der Tötenbucht und im Ding in Zwängen oben, im Metzgerei-Ausläufer und im Schlachthaus und Tötenbucht, einfach alles gemacht. Und dann Betriebshelfer, Genossenschaft geführt, wo der Genossenverwalter in die Ferien ist. Und Traktorführer, 30 Kühe machen. Ich habe alles gemacht. Also, ich geholzt, gesümmert, den Niesen suchen. Und das ist eigentlich, der Niesen ist für mich der Ausgangspunkt, wo ich damals als 17-jähriger Gil gesagt habe, wenn ich einmal pensioniert bin und ich ein Auto habe, das ist das Erste, was ich verkaufe, das Auto, ich kaufe hohe Schuhe und will durch die Schweiz wandern. Ja, wenn ich schaue. Wenn ich schaue, durch die Schweiz wandere, ja, das, wenn man diese Schuhe anschaut, das sind 7 Paar mal 2, das sind 14 Paar Schuhe. Also 14 Schuhe. Hey. Und wenn ich schaue, da schaue ich da in das Land raus. Ist doch schön, wenn man da durch das Land wandern kann. Und nichts, man muss nichts. Man muss gar nichts. Außer natürlich, du musst gewisse Momente festhalten, gell? Du musst ja. fotografieren, dokumentieren. Ja. Und hast du noch einen zünftigen Rucksack? Was hast du denn da alles da rein? Ja, da habe ich die Liebe von der Frau bei mir. Da habe ich die Liebe bei mir. Das, da kommt die Frau und geht mit im Rucksack. Oder? Ach so, okay. Grüß dich. Ja. Nein,
Es sieht gäng aus, wie ich viel bei mir habe. Dabei ist es gar nicht viel. Es ist die Tasche von dem. 5 Äpfel. 2 Flaschen Wasser. Der Heli Hansen. Und ein Kotel, das habe ich eigentlich gäng bei mir. Und fertig. Und der Rest ist gut eingecremt, habe ich gesehen. Gell? Ja, ich muss eingecremen, weil das ist etwas, was ich lange nicht gemacht habe. Ja. Wo mir jetzt einfach meine Frau gesehen hat, ja, jetzt musst du etwa kurzum schon ein bisschen einsalben. He. Und jetzt tue ich wirklich. Weil das ist alles perfekt. Ja. Und dann der Chepo, ich habe den Chepo gehangen wie eine Suche. Schau, dann ist der Chepo. Die Frau hat mir den Morgen gesehen, ich soll ihn nicht so anlegen. Es hast zweimal Frau gesagt. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, die Frau ist gleich im Rucksack. Das muss ich mal schauen. Die ist im Rucksack. Ja, ich glaube auch. Also eindeutig. Ja, man sieht es. Oder ich muss ja folgen. Kommt sie nie mit, Frau? Ja, wenn wir zusammen auswärts gehen. Aber so wie wir jetzt solche Projektwanderungen, die ich fotografiere, und laufen, reden mit den Leuten, das hält man nicht aus. Stopp und go. Das ist, weil ich tue jeden Weg noch fotografieren. Und das ist... Genau. Und dann stehen natürlich auch Karten, gell, natürlich. Du laufst genau nach der Karte. Ich laufe eigentlich nach der Karte. Jetzt hat ich ein bisschen abgelenkt. Wir sind jetzt extra oben durchgelaufen, weil eigentlich die Karte hätte die Sonne gezeigt. Aber ja, der Weg oben ist jetzt einfach schöner, in Gottes Namen. Ja, hier sind wir, glaube ich, wieder auf dem richtigen. Nicht auf dem Holzweg? Nein, hier ist richtig. Ich tue da heute... ich tue den Weg eigentlich sezieren. Ich mache sicher 480 Photonen heute. Ja. Und du hast mich vorhin noch gefragt wegen den Kilometern. In diesen 14 Jahren habe ich zwischen 8 und 48 Kilometer im Tag. Jawohl. Und eine Stunde Ding, wenn ich um 2:30 am Nachmittag das Gefühl habe, ja, das muss ich noch machen. 6,5 Kilometer in Stunde, 12 Kilometer, mache ich noch gut. Also. Oder eben, ich habe 37 Pässe im Kanton Bern. Am Morgen bin ich über das Hanemoos und am Nachmittag über das Grimifurki. Oh, Hanemoos, bin ich einmal Skifahren. Genau, ja. Dort, ja. Ich habe natürlich die Projekte, die habe ich schon durchgezogen. Ja. Und eben, ich bin der glücklichste Mann. Da kann man wirklich sagen, entschleunigen, gell? Also, ja. Ja, und ich habe ja vorhin gesehen, der Kolumbanweg hat eine andere Dynamik, sagen sie es so. Ich muss noch anders gehen. Es gibt Leute, die hier pilgern. Ich habe alle Pilgerwege gelaufen, aber will mich nie als Pilgerer bezeichnen. Weil Pilgern und das, was ich mache, eine Projektwanderung machen und Pilgern, das sind zwei Sachen. Ich gehe jedes Mal heim. Und wenn du pilgern willst, dann gehst du einmal fort. Und nach 4-5 Tagen tut sich der Körper umstellen. Das hat es bei mir nicht. Das ist wie Arbeit, sagen sie es so. Das ist wie Arbeit da. Das ist nicht Pilgern. Pilgern ist ganz anders. Ob schon ich bei den Jakobswegen in die Kirchen gegangen und Stempf und Ding. Aber ich bin nicht der Pilgerer, wie man es sieht, wo einfach geht. Und die beim Pilgern haben vielfach auch gar keine Zeit zum Halten, gell? Die laufen eigentlich in einem gestädtigen Tempo, aber sie laufen weiter eigentlich. Ja, ich hatte 21 Tage von Rorschach auf Genf, auf dem Jakobsweg Schweiz. Und als ich in Genf durch bin, ist mir ein Japaner mit einem Säckchen neben durchgesäckelt. Und nachher macht er noch den Jakobsweg. Weil er da die Muscheln sieht. Jakobsweg, dann sage ich, ja, ich 4 Tage. Da ist jeden Tag 100 Kilometer gegangen. Yes, der Japaner, der ist einfach durchgesäckelt. Ja. Der säckelt einfach auch. Ja, aber 100 Kilometer, das ist ja 20 Stunden locker, oder? Ja, der ist gesäckelt. Der hat jetzt der hat 4-5 Tage gehabt, dort. Aber selbst ist ja nicht Sinn und Zweck, oder? Nein, das ist nicht Pilger. Pilger ist ganz ja. Wenn ich hier den Weg laufe, da passiert etwas mit dir, und mit mir passiert etwas. Schau jetzt mal schnell, jetzt musst du mal schauen, da. Würdest du ja nicht denken, wir sind ja noch nicht in Südamerika. Jetzt musst du mal schauen, da hat's. Was ist das, Lamen oder? Das ist der Alpaka. Oder Alpaka, hä? Ja.
Ja, das ist ganz verrückt. Das gehört jetzt eben beim Lukas aus, zum ganzen Zoo, zu der, ja, ja. Sagen wir, man kann wirklich sagen, Zoo, was haben. Und sie haben dann auch einen wunderschönen Garten, ja. so eine Sinnesgestaltung, ja. Sagen sie dem da. Ja. Ja. Bin, ist wirklich ganz speziell, wie die das machen. Ich bin durch das Galgentabuache gelaufen, ja. Und unten nachher bei der Burg, bei der Rheinburg. Sie waren sättig und dann sieht er mir dort, der Bauer, der dort Bauer sieht, Bäuerin zu mir. Von wo kommt er? Dann ich sehe, ich bin im Kind aus Berg. Im Kind bin ich die letzten Jahre in der Schule. Zwei letzten Jahre. Ja, ihr Alpaka kommen vom Lugibühl-Naut. Ja. Arnold Lugibühl, der im Kind die Alpaka hat. Mhm. Und, ich sehe, ja. Und für die habe ich, und wenn man das anschaut, habe ich eine Eisenuche. Trabbastet für die Schafzuchtgenossenschaft. Und dann habe ich ja das gesagt, ich laufe dort. Und die kommen wir hier wieder entgegen, oder? Ja. Eben schön ist auch, wie die das aber selber machen, bewirtschaften, die Tiere auch betreuen. Ja, so. Ja. Und eben die ganze Sinnesgestaltung, oder? Man sieht es von hier nicht gut, aber unten der Garten, der Irrgarten, ja. Oder das Labyrinth, muss ich sagen, was ja. Angelegt ja. Haben. Oder dann für Kinder kann man so mit Hörröhren etwas machen, Wege ja. Rundum laufen, man kann so Boden erfahren. Es ist wirklich sehr schön gemacht, ja. Gell? Ja. Ja, das ist, ja, das ist sowieso das Sarganserland, das von unten rauchen, das ist ganz schön. Jetzt, ja, jetzt bist du im Werdenberg, gell? Das Sarganserland betrittst du, wenn du dann im Wart oben bist. Ja. Weißt du, da ist dann Training scharf, Rheintal. Werdenberg, ja. So ein ganzes Land, ja, ja, genau. Ja. Und ich bin ja auch angekommen von Campo Colonio, ja. Im Buschlaf, über Bernina, Alba, Lenzerheide, Chur, Wallenstadt. Mhm. Und dann auf Otznachhausen, dort der Lindnach, ja. Hoch auf den Bach, Rikon, Fürthalen, zum nördlichsten Punkt. Und dann haben wir eben gesagt, warum gehst du jetzt wieder, du hast ja den Weg gemacht. Dann sage ich, weil es faszinierend ist. Weil es faszinierend ja. Ist, der Weg. Ja. Nein. Und man kommt schon gerne an schönen Orten her. Hast du speziell jetzt schöne Orte so erlebt oder schöne Erlebnisse? Ich habe speziell, oder wenn ich jetzt hier die Leute. Ich fange eigentlich an, ganz zungst in Basel. Basel Richtung Auhafen. Haben wir schon aufgehalten und dann von Basel, vom Muttenz Auhafen hoch auf das Rheinfelden. Eine 86-jährige Frau, die einfach gesagt hat, am liebsten käme sie gerade mit. Ja, es ist wirklich... weiter hoch, nach Schwaderloch, der Albert Knecht, das ist der Gemeindepräsident von Schwaderloch, 86-jähriger. Der hat gerade die Grenze aussen. Ich habe einen Baum gemacht und dann habe ich zunehmend gemacht, ich muss Kontakt haben mit den Leuten. Das ist auch noch grenzwertig. Ja. Das ist auch noch grenzwertig, wieder da den Baum machen. Gerade auf der Grenze, schiesst der Mann von der Schweiz. Das ist ein bisschen gefährlich. Ja, ja. Und dann sagt er, nein, ihr seid nicht gefährlich. Was ich denn mache? Und dann habe ich das erzählt. Und so begeistert. So begeistert von diesem Weg. Er hat auf jeden Fall eine Broschüre bestellt von mir. Und der hat wirklich Werbung gemacht für den Kolumbanweg. Und ich muss irgendwie mich auch so ein bisschen anschleichen, die Leute, dass ich etwas sagen kann, weil das ist noch ein bisschen speziell. Die andere Erfahrung ist im Neckartal nicht, wo eine Frau, das muss ich wirklich sagen, weil das ist eine ganz gute Geschichte. Als ich dort unten hochkomme, auf den hohen Rhein hoch, war eine Bäuerin im Land draussen und hat Kuhdreck auf der Wiese in eine Garette geschossen. Ja, also ich kann euch sagen, einfach lieblos hat die das gemacht. Und ich habe es gesagt, das ist lieblos. Die Kuh hat den Dreck schön in ein Häufchen auf die Wiese da und sie tut den so oft mit einer Verachtung in die Garette. Das kann es nicht sein. Und dann hat sie mir erklärt, dass sie das machen muss wegen der Überdüngung, dass eben, es kommen nur Placken, Nesseln, es gibt ein Catch und das Gras kann sie dann nicht mehr fressen. Es gibt ein Wucher da. Und als ich dann noch gesehen habe, ich selber das auf dem Berg oben machen müssen und ich selber in der Landwirtschaft gearbeitet,
hat sie angefangen zu lachen und gesagt, jetzt müsse ich doch einen Kaffee nehmen. Und da haben wir eine lustige Episode zusammen. Und da kam noch der Gallus, der Nachbar. Gallus. Und ich bin hier auf dem Kolumbanweg, wo der Gallus dabei war. Das hat alles gerade gepasst an diesem Tag. Der Gallus war ja mit dem Kolumban auf Weg, ja. Von Bregen sind sie weg. Und ich habe dann eben gehört, der Gallus sei ein schlauer Kerl gewesen. Er hat dann gesagt, er hätte Fieber und sei dann in St. Gallen geblieben. Und ist dann uralt geworden. Und der Kolumban ist dann mit 75 irgendwie, glaube 612, ist er dann gestorben. Und man sagt dann immer, der Kolumban sei eben nicht so alt geworden, ja, weil er hat eben einen Infekt hat. Und der Gallus hat sich quasi mit dem Vorwand von Fieber gerettet und sei darum älter geworden. Ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber der Wolf Sieber, glaube ich, oder? Mit dem Kolumban, ja. Der hat mir einmal so etwas erzählt. Ja, ja. Ja, es ist noch interessant, die 12 Mönche, die von Nordirland eben über die Länder, über die Schweiz, Richtung Italien, wo sie auch gewandert sind, die waren natürlich physisch da gewesen, und die haben schon Handschrift hinterlassen. Und das merke ich auch, wenn ich diskutiere und von dem rede, dass ich gewisse Leute die kennen, die Geschichte, die ich nicht kenne. Ich tue mich da nicht auf den Test rauslassen. Geschichtlich auf den Test rauslassen, historisch da. Ja, genau. Ja, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Ja, nicht, dass wir, ja. Jetzt könnten wir da, aber wir gehen gescheiter gerade oben. Ja, durch, ja, wir gehen gerade oben. Ja, genau. Ja, und so erlebe ich eigentlich jeden Tag etwas Neues. Und dass ich nachher da über das österreichische Rheintal Dornbirn, Hohenems, Richtung Ruggell und dann zurück in die Schweiz gekommen, ist noch speziell gewesen. Ich war da zum Teil in allen Landschaften drinnen gewesen. Mutterseelenlehne. Wirklich wunderbarer Weg. Und ich bin natürlich einer von denen, der es gerne allein hat, still. Aber ich habe gerne Betrieb, also es ist gleich, es ist wirklich. Grüß, hallo. Ja. Du hast gesagt, gell, du bist 75. Ja. Ja. Und eben bist du ein Burli munter, ja, und so weiter. Grüß, hallo. Gell, es ist wahnsinnig, eben, das sage ich da, die quasi Behinderten, die sind mir alle so aufgestellt, so freundlich. Ja. Die leben da im Dorf. Es ist wirklich, also, es ist eine Bereicherung für Grabs, ganz, ja, eindeutig. Ganz sicher, ganz, ja, sicher. Nein, und ich, eben, ich habe ja in meiner Verwandtschaft Leute, die so sind. Also zerebral gelähmt und muss auch ein bisschen entstehen. Nein, die kommt, ich sehe gerade, die kommt von Dornbirn. Das sind auch Angestellte, die Grenzen überschreitend arbeiten, ja, können. Oder? Das ist ja vorher gerade von Dornbirn und so, der Taufen bist, ja, schon gewesen, so. Die können hierher arbeiten. Das, ja, ist hier halt fast eine offene Grenze. Wenn, ja, man da, ja, wenn man da jetzt so über die Dora schaut, da siehst du natürlich eben nach Vorarlberg, Liechtenstein, ja, das ist fast eine offene Grenze. Das so habe ich auch so empfunden. Ja. Habe ich auch so empfunden. Es ist auch so, ja, die Leute. Die Leute, das sind ganz, ganz angenehm. Ja, ja. Und Liechtenstein ist ja nicht, ich habe gar nichts gemerkt, dass da nein. Gegen mich. Nein, also, das ist überhaupt offen. Und da arbeitet man hin und her oder man geht durch einen Einkauf und umgekehrt, ja, und so. Hat sich ein bisschen verlagert. Früher sind die Vorarlberger vor allem mit Schweiz einkaufen gekommen. Es gab kein Einkaufszentrum gegeben. Und jetzt natürlich gibt es dann ein super Einkaufszentrum. Es gehen viele Schweizer durch einkaufen. Also es ist völlig offen. Ja, es, ja, hat zwischen dir noch Grenzen, aber das, die spielt sich eigentlich merklich kaum ab. Ja, ja, man merkt so nicht, ja, bei dieser Runde über die Grenze kam, er hat nichts gesehen, dass das Messer, ja, hier ein Messer, das ist verboten. He. Aha, hoi. Das ist verboten, hat er mir gesehen. Hoi. Und nachher habe ich gesehen, ja, der, das ist verboten. He. Schaut, den ist der Stecken an. He. Das ist viel gefährlich. Die da, die kleinen Ringli, das sind Zänge. Und die grossen Spitalfälle. Dann hat er gemeint, ich soll jetzt doch gehen. Ja, 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 gut, du hättest ja gewusst, was du machen bei einer Beamtenbeleidigung. Ja, 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 ich habe mich entschuldigt. Nicht sicher, wenn man dich anschaut. Hättest du noch darauf ankommen lassen? Ja, wir müssen aber so, wir tun eben schüchtern, neben Scheuchen. Nein, ist lustig. Nein, es ist. Das Leben ist schön, wenn man es. Und eben der Humor darf man nie verlieren. Der Humor bei mir ist, deckt manchmal ein wenig ab. Ja. Sagen Sie es so. Und da könnte meine Familie schon noch etwas erzählen, was der
Humor beinhaltet. Das ist schon noch speziell. Gell, mal, wenn man so einen gewissen Humor hat, es gibt manchmal auch Leute, die sich dann nerven, gell? Ja, und das muss ich aber sofort umschalten. Ja, genau. Weil, du lächelst schon wieder auf den Stock gesehen. Ja, ja. Darum habe ich vorher gefragt, ob man auch gewesen sei. So? Ja, ja. Oder weil ich bin natürlich schon ein kleiner Loser. Eben, darum meine ich. Ja. Jetzt haben wir es gleich. Sie sagen dann manchmal, Gregor, ist jetzt das ernst? Ja, eben, das meine ich. Was du jetzt da jetzt gerade rauslässt. Hey. So hat ich eingeschätzt. Ja, und dann muss man dann manchmal schon ein bisschen schauen. Oder? Und so geht es mir eben manchmal auch. Und dann manchmal verstoßt man auf völlig verständnislose Blicke, die dann sagen, mein Gott, also tickt der noch richtig? Ja, das ist noch der richtige Name, tickt der. Oder das ist ja schon so... Man hat schon so Bewegung gemacht. Und, ja. Da muss ich sagen, da ist man manchmal bei mir in einer gefährlichen Situation. Weil wenn ich in einem Bus, wenn ich merke, oh, hier ist auch das Leben nicht ganz nach, da ist auch so mehr so eine Überheblichkeit vorhanden. Dann packe ich den Schokolade auspacken und sage, liebe Leute, ich habe hier noch Schokolade zum Verteilen, wollt ihr auch das? Und dann eine Bewegung. Und dann sage ich dann, sage, ihr jetzt gesehen, wie der Mann mir nicht einmal eine Schokolade abgenommen hat. Aber hast du das Gefühl, der Humor ist ein bisschen zurückgegangen, das Verständnis für Humor? Ein bisschen, ja, bisschen, und das hat natürlich die Situation, in der wir heute drin sind, tut das ja noch fast ein bisschen fördern. Der Humor hat keinen Platz und der Humor sollte gerade in dieser Situation für mich Platz haben und vielleicht ein bisschen mehr ein gegenseitiges Verständnis. Ich muss nicht die gleiche Meinung haben wie der andere, aber einfach ein bisschen bodenständig. Also ein bisschen. Und das hat man zum Teil nicht mehr. Wir sind nicht mehr bodenständig. Wir leben also in einer Gesellschaft drin. Ja, wir haben es ja. Aber ja. Es ist nicht so. Recht auf Luxus, gell? Ja, und das haben wir nicht. Ja. Wir müssen dazu arbeiten. Ich habe das selber am eigenen Leib erlebt. Nichts gehabt. Ich kann mich noch gut besinnen, als unsere Jungen jung waren. Wir waren in die Elfen raus mit den Kindeswägen. Ich dachte, im Fischerbeizli gehen wir gerne einen Kaffee nehmen. Ja, was willst du denn einen Kaffee nehmen, wenn das Wägeli schon geixet, weil man das Öl nicht vermag? Der vermag schon keinen Kaffee. Dort hat die Mutter oben gesehen. Ich glaube, ja, der Tee bei mir. Da sind wir dann eben Beizli durch. Und dann habe ich die so Handbewegung gemacht. Ja, das reicht eben nicht einmal für das Öl, darum tut das Wägeli noch geixen. Wisst ihr, das ist... Aber es ist gut so. Wenn man das nicht kann, dann wären wir heute nicht zusammen. Mein Vater war auch ein Sparsamer, aber ganz am Flotten. Und dann sind wir zu Berg gegangen und in einer Bergbeiz hat er auch mal irgendwie Ton, ein bisschen Ton ausgepackt und da eben hat's geöffnet und so weiter und dann den Ton gegessen. Und wir haben den Salsitz gegessen. Das hat etwas gekostet. Und nachher hat er, für das, dass er den eigenen Ton gegessen hat, noch mehr müssen zahlen, oder? Von dort aber hat er nie mehr selber einen Ton ausgepackt. Hat er immer auch selber den gegessen, den Beiz. Ja, ja, ja. Und dann haben wir natürlich noch gelacht. Und der Humor hat er dann noch nicht ganz vertreibt. Das hat er nicht vertreibt. Ich bin dort eben schon auch noch ein bisschen immer viel verleiden, wenn ich auf jemanden zugehe, ja, und dermassen ausdehle, ja. Dann muss man sich nicht verwundern, wenn der, den ich ausgedehlt habe, zurückkommt. Das macht man dann nicht. Genau. Das macht man nicht, weil das habe ich jetzt gerade auch hier erlebt, als ich das Lichtensteig das Tunnel fotografiert habe. Ja. Als ich diese Frau gesehen habe, als jung rauchen kam, ich musste ja einen Kontakt haben mit ihr. Als ich jung rauchen bin, habe ich gesagt, jetzt muss hier ein Lift her. So wie ich es hier sage. Ja. Und dann hat sie mir dort wüst gesehen. Ob jetzt hier ein Lift her, ich habe das gar nicht so gemeint. Ich habe das nicht so gemeint. Einfach nur zum. Dass ich Kontakt bekommen mit ihr. Du hast auch Kontakt bekommen, aber es war ja negativ. Die hat mir also gesagt, wenn ich gesagt, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, jedes Mal, das hat sie mir angenommen. Sie ist gegangen, fertig. Warum denn ein Lift?
Ich habe einfach nur gesehen, dass ein Lift ist. Er hat die Stege hochgekommen und geschnauft. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist ein Loch. Dann haben wir den Lift her. Mit den Stegli. Ich habe nicht Stegli fotografiert, ich habe den Bahnhof fotografiert. Ich bin weitergelaufen zum Mogelsberg am Abend, um 5 Uhr. Punkt! 5 junge Herren zu einer Firma aus dem Bahnhof. Und dann sage ich zu denen, ich muss ja auch bei ihnen einen Kontakt suchen. Das ist natürlich nicht ganz richtig, was ihr da macht, ihr 5 Männer. Einfach gerade dem Chef einen Punkt, 5 einfach zur Bude auslaufen. Das, also da hätte ich nicht Freude als Chef. Das macht man eigentlich ja, das nicht. Das finde ich auch. Das geht gar nicht. Das kannst du doch nicht machen. Nein. Und da bin ich auch dran gekommen. Bei denen bin ich auch dran gekommen. Aber was ist passiert? Ich habe ihnen auch das von Liechtensteig erzählt. Von dieser Frau, wegen dieser Treppe und wegen diesem Lift. Dann haben sich die 5 entschuldigt und haben mir noch Bier gegeben. Und ich trinke kein Bier, ich habe kein frisches Bier getrunken. Ich habe nicht gerne Bier. Bier macht faule Beine. Most. Most ist gut, aber Bier nicht. Hier übrigens, man sieht es raus, weil das ist ja der Stutnerberg da oben. Ja. Gell? Und dann hier hinten, das ist der Grabserberg. Und da gibt es so eine Mosterei und die machen Most wie Sekt. Also das ist ja super. Also ja. Schnaps und Most. Also, ja. Es ist da wahnsinnig viel verborgen in dieser Gegend und so weiter. Ja. Aber eben wegen Humor, da geht es immer gleich wie mir. Oder? Man schaut dann einem an und denkt, mein Gott, ist das doch nicht so lustig gewesen. Und dann muss man fast wieder etwas zurücknehmen. Gell? Ja. Weißt, ich habe es vorher auch gedacht, wegen ein paar Meter, wo wir gelaufen sind, habe ich will sagen, du, jetzt brauchen wir langsam eine Rolltreppe, damit wir mit dir. Ja, oder was noch ganz interessant ist, wir sollten ja eigentlich auch fast ein bisschen den Platz wechseln. Aber das ist noch interessant, manchmal wechseln die Leute den Platz. Wechseln. Und dann muss ich mich dann schon fast ein bisschen entschuldigen. Das ist nämlich auch noch, ich will das ja dann nicht. Und das ist schon noch, oder begreifst du mich? Ich begreife, weißt du, was du einen Vorteil hast gegenüber mir? Du hast den Berner Dialekt, da magst du noch viel leiden, denkt es mir manchmal. Ja, das ist auch so. Ja. Ja, ja. Und wenn ich die Elbe nachher noch so ein bisschen arme Genössig tue, haben sie dann noch fast ein bisschen bedauern. Ja. Also apropos, bist du arme Genössig? Zahlen sie dir gut da, die Kolumbanswägler da? Das mache ich zu Gottes Lohn. Ja, dann wirst du ja arme Genössig. Ja, nein. Ich meine, der Stecken war auch nicht gratis, oder? Und jetzt mit diesen 26 Mal... Nutze ich wieder ein paar Zentimeter ab. Da habe ich dort am Galgenweg zusammen so Dinge an meinem Schulkollegen gestohlen. Da war dort am Waldrand. Ja, aber Christa, da müssen wir schon einmal an die Adresse von diesen Kolumban 2, Wolfgang 7 und so weiter. Also etwas müssen sie dann schon geben. Ja. Meinst du, sollen wir mal eine Message machen? So, welche Grössenordnung würdest du erwarten? Eine recht grosse Toblerone? Ja, oder? Ja ich will fast gar sagen, so. Mit einem Mainz-Stängeli wäre ich auch zufrieden. Oder ein KitKat. Have a break, have a KitKat. Nein, ich tue eigentlich, und das ist noch so etwas, ich habe noch Vorträge. Ich tue eigentlich auch, wenn ich die Altersheim gehe, mache ich das eigentlich unentgeltlich. Weil ich habe ein Buch geschrieben und da bin ich eigentlich dankbar, wenn sie mir ein Buch abkaufen. Aber ja. Von diesem Buch ist Himmelkriegerli, und wenn man das googelt, dann kommt man automatisch auf den Christian Studer. Ja, das lohnt sich auch. Das ist ein schönes Buch. Gell? Das ist auch irgendwie so authentisch. Es ist in einer Sprache geschrieben, die man gut versteht oder die süffig ist. Das ist von dem her gesehen eigentlich wirklich ein sehr schönes Buch. Ja, und was ich einfach mache, das ist ja über meine Zeit als Verdingkind. Mm-hmm. Das ist ein Originalprotokoll von diesen Fürsorgenämtern, die ich eigentlich im weitesten Sinn, auch wie das schräg gelaufen ist, im weitesten Sinn einfach dankbar bin, dass geschaut wurde. Und wenn eben nicht geschaut wurde bei den Pflegeeltern, kann da eigentlich KESB oder nicht KESB, denn die Vorsorge nimmt er auch nicht so viel dafür. Ich tue die nicht aufhängen. Ich tue eher meine Eltern aufhängen. Die kommen eher auf das Verursacherprinzip. Das ist mit der KESB das Gleiche. Alle schiessen auf die KESB. Die KESB, was das für eine Institution ist. Und dabei, wer ist da die Schuld? Also, wenn man Kind auf die Welt stellt und der Papa nicht sich der Verantwortung stellt, noch blöd tut, wenn er irgendwie Alimente zahlen sollte, dann stimmt auf dieser Welt etwas nicht mehr.
Wenn man das Kind auf die Welt stellt, ist man verantwortlich. Fertig. Ende. Ob man zusammen ist oder nicht, dann zahlt man. Und heute werden die noch gestreichelt. Und da habe ich Mühe. Und wenn man nicht Käse pflegen, Käse ist nicht gut. Und die rennen dann die Türen ein, die werken. Aber nein, wenn man heute keinen Lohn hat, man muss heute so viel Lohn haben, sonst mache ich lieber nichts. Das war bei mir nicht. Hast du einen Glauben gehabt? Weißt du, mir schon mit Zink und darum habe ich jetzt richtig Berge so aufgezünzelt. Ja. Bei meinem Grossvater ist mal so ein Dings gestanden. Hat er geheißen, hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welchen dir Hilfe kommt. Also, hast du dort einen Glauben gehabt? Oder was ist denn dein Glaube? Der Glaube, ich bin ein Sündiger und ich fluche manchmal auch in einer Reibung. Ja, ja. Ich bin genau hast du meinen den richtigen Glauben? Aber jetzt kommt die andere Seite. Ich habe drei Bibeln gelesen. Ich schenke meinen Grosskindern eine gelesene Bibel. Schenken. Und morgen bin ich bei meinem sterbenden Vogtdorf am Hüten. Wenn ich nicht gegen Uchen gegärtet bin oder gegen Achen gegärtet und einen Zugang zum Himmel, zu Gott habe, dann hast du das nicht. Und wenn man ihnen sagt, ja, ich glaube nicht, ich habe den Austritt von der Kirche, dann sage ich dem, ja, du hast den Austritt aus der Institution, aber den Glauben. Dem kannst du nicht davon springen. Kannst du nicht davon springen. Das ist, weil bei den letzten Stunden auf deinem Leben kommt das wie ein Zyklus hinterführen. Und das muss ihnen schon ein Abstrakter sein, und dass es bis hinten raus durchzieht mit der Ich glaube nicht. Es hat solche gegeben, die wir gesehen haben, und du hast beten. Und ich bin erst zu Dingen austreten, zur Kirche. Kirche austreten. Ich tue nicht austreten aus der Kirche. Ich. Weil die Kirche hat ganz sichere Berechtigung. Und die Kirche, die müssen auch gepflegt sein. Das sind Kulturgüter, die wir eigentlich unserer Nachwelt sollten übergeben sollten. Aber das will man heute auch nicht mehr. Vielleicht braucht man so ein als Museum. Ja. So, ah, schau, die schöne Kirche dort in St. Gallen am Bahnhof, hat der Architekt gekauft. Ja, ja, genau. Ja. Oder Schloss Rümlingen, wo vorher die Frau Dömerow drin war. Oder wir schreissen sogar ab, Kirchen heute, weil wir es nicht mehr vermassen, den Unterhalt. Ja, ich selber bin nicht so. Ich sage, ein gesunder Verstand, eine gesunde Haltung zu dem Spirituellen, zu dem Göttlichen, soll Platz haben, weil dass wir hier zusammen sind, ist ganz sicher nicht selbstverständlich. Ganz sicher nicht. Ganz sicher. Da bin ich fest überzeugt. Wenn das nicht so sein soll, bin ich vor dem Morgen am Boden. Ich kann jede Sekunde. Apropos, wir laufen noch mal. Ja, wir müssen noch ein bisschen laufen. Sollte... Aber jetzt gleich noch. Gell? Wir sind jetzt, du bist 75, gell? Ich habe Jahrgang 47. Jawohl, ja. Ja. Ich bin 69. Du sagst jetzt, du siehst morgen bei einem Sterbenden in Burgdorf. Ich habe meinen Vater, ich weiss nicht wie viele Jahre, haben wir ihn fast umgetragen. Man hat ihn auch nicht mehr gekannt. Das ist manchmal dann wirklich einfach, man hat nicht mehr gewusst, ist es wirklich der Vater oder nicht. Ist bei uns daheim gewesen. Was denkst denn du, wenn jetzt wir da vorne, diese 500 Meter, die nicht mehr überstehen und umkehren, möchtest du lieber das erleben oder, weißt du, eine Leidenszeit? Für mich ist das Sterben. Ich habe keine Angst. Vom Sterben habe ich keine Angst. Vor dem Wie. Ja. Ich sage immer vor dem Wie. Aber da auch da, du bekommst nie im Leben vom göttlichen Ding her gesehen so viel aufgelegt, wie du nicht magst tragen. Nicht, nie. Du bekommst es nicht. Das magst du immer tragen und sonst musst du dir helfen tragen. Und ich bin wirklich ich bin tragend. Ich werde auch hier auf diesem Weg fast mit zusammen die Händchen tragen. Also, was ich diesen Weg überhaupt machen darf und so darf machen, das sind die Leute, die mich hier am Weg begleiten. Alle. Ja, das sind alle, das sind so tolle Leute. Ich hatte ganz ein gutes Ding mit allen. Und wegen der Handvoll Leute, die vielleicht nicht gerade die Antwort gegeben haben, die ich jetzt erwartet habe, das hat Platz, das soll Platz haben. Das ist nichts, das ist gar nichts. Weil die, wenn man die herhöckelt und mit ihnen ins Gespräch kommt, sie sind genau gleich offen wie den anderen. Es ist einfach gerade auf den ersten Atem, wenn man lange nicht kennt.
Ja. Und das Leben ist ja auch ein Haufen Wege oder ein Haufen Etappen, wie du es sagst. Ja, ja, ja. Oder? Und hat ja verschiedene Kurven und verschiedene Steigungen drin. Oder manchmal geht es die Stotzung über aus. Ich hatte das, das Wechselding. Und ich habe es noch heute manchmal mit wenig Begebenheiten, komme ich an den Rand vom, dass ich muss sagen, das ist jetzt nicht das, was ich will. Aber da habe ich dann hinten dran meine Frau. Oder habe ein Netzwerk hinten dran, wo ich einfach zurückgreifen kann. Also ich kann nie nachher. Und manchmal ist es besser, das so anzunehmen, wie es halt ist. Wenn man eine vorgefasste Meinung hat und denkt, das und das muss sein, dann ist man manchmal auch enttäuscht, oder? Ja, und die andere Seite, da hat mir gerade vorletzten jemand gesehen, in der Diskussion, Grigu, du meinst, gäng, du hast recht, und nur du hast recht. Oi. Schulkollegin hat mir gesagt, du meinst, auch nur du hast recht. Ja, wenn ich eine Meinung habe, wie ist da zu dieser Meinung? Die kennst du nicht raus. Ich kenne ich mir nicht raus. Ich tue es schon zuhören, aber du willst die Diskussion jetzt nicht hier anfangen, weil die ist brennend. Aber du lebst ja jeden Tag. Du wohnst in Bern an der Winkleriedstrasse. Ja. Wir kennen den Winkleried, gell? Ja. Sorgt für mein Weib und meine Kinder, hat Speer genommen, hat die Meinigkeit durchgezogen. Also eigentlich ist klar, wenn einer in der Winkleriedstrasse wohnt, hat er seine Meinung, oder? Ja, ich habe natürlich, und das ist noch manchmal ein bisschen verrückt für viele Leute, dass ich auf der einen Seite eine knallharte Haltung einnehme und eine Meinung vertrete. Und von dieser weiche ich keinen Millimeter ab. Aber das hat nichts zu tun mit der Freundschaft oder mit der Bekanntschaft vom vis-à-vis. Immer alle Leute gut. Und wenn du eine andere Meinung hast, ist das noch lange kein Grund, dass wir einander nicht mehr grüssen oder nicht miteinander umgehen. Weil, wenn ich denke, meine Pflegeeltern, wir sind zuletzt eigentlich Freunde geworden. Wir sind Freunde geworden, weil ich habe vergeben. Ich habe denen vergeben. Wäre ich nicht hier. Wenn ich das zurückzahlen will, was sie mir dann das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut gekommen. Das muss ich nicht haben. Aber dass sie nachher so bitter, meine Pflegeeltern so bitter, eigentlich müssen wir büssen, wie es heute hinten geht, wo eben nicht mehr gebaut wird. Wir müssen zwangsversteigern. Das habe ich ihnen nie angewünscht. Weil, wenn jemandem anders etwas anwünscht, ich wünsche niemandem etwas an. Ich sage nur das, sage ich aber, das ist ein anderer, der richtet. Und wenn der richtet, richtet er brutal. Und hier war es so gewesen. Aber wir sind Freunde. Du bist ein Denker, du bist ein Philosoph. Ist das vor allem hier auf dem Weg oder bist du das immer? Durch meine Biografie und durch meine Arbeit, die ich hatte, mit Leuten, die ich so im untergebenen Bereich hatte, hat es Anstände gegeben. Und bei Anstände musste ich ein Buch lesen. Wie gehe ich jetzt aus dem raus? Wie komme ich? Vielleicht muss ich mir den Fokus nicht auf die Mitarbeiter kehren, sondern auf mich selber. Bin ich vielleicht der Faktor, wo das Problem ist und nicht immer am anderen Ort? Das hat natürlich eine gewisse Perspektivenveränderung von mir, dass man nicht gegen den anderen das in die Schuhe schiebt, was man eigentlich selber korrigieren soll. Also, und da habe ich viel gelernt. Und dann meine Frau oder meine Familie und meine Jungen oder eben, wie sie Trigger, dort Grosskind, heute sind Grosskind, wo Matti die Stange halten. Und ich habe da so Freude, wenn die mir einfach sagen, das ist nicht so. Das ist nicht so. Das nehme ich von diesen Kindern an. Das ist nicht so. Sie müssen ihren Lebensweg gestalten. Und da braucht es nicht einen alten Fuchs, der ihnen da noch geht, sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Das wissen sie selber. Und sollen sie auch selber wissen. Und das ist eigentlich auch hier so mit dem Weg. Hast du vorhin vielleicht gemerkt, ich bin nicht gerade so auf die Kurve eingegangen, wo man sieht, wir gehen da den schönen Weg, oder? Wohl, eigentlich noch sehr schnell. Ja. Hat es mir jetzt gedacht? Ja. Jetzt hast du voll verstanden, wenn du gesagt hättest, wohl, ich will nach Plan dort bleiben. Ja. Das habe ich nicht. Ja. Aber dann hättest du es voll verstanden, ja?
Ja, nein, das... Eigentlich hast du es gesehen, also hast du es mit dem Hund sehr schnell bist du darauf eingegangen? Ja, weil es eigentlich um 150, 200 Meter gegangen ist. Das macht der Kuchen nicht eins. Und schlussendlich ist das ganz eine schöne Ecke. Ja, ja, ja. Du, meine letzte Frage erstens, danke vielmals, dass Sie ja begleiten auf diesem Teilstück von den 3,9 Kilometern. Wir sind jetzt vielleicht etwa, vielleicht, was sind wir, 600, 700 Meter gelaufen? Ja, Kilometer. Also etwa ein Sechstel, gell? Also, ja. Was ist so dein grösster Wunsch? Dass ich, auf deinem weiteren Weg im Leben? Ja, dass ich möglichst lang die Gesundheit halten kann. Und dass auch meine Familie von dem teilhaben kann. Und dass um die Umgebung, also mein Netzwerk oder generell unsere Gesellschaft, unseren Ländern, die heute so zerstritten sind, dass sich die befriedigen und dass sich das Blatt wendet. Dass wir zusammen miteinander arbeiten könnten. Aber es ist gegenwärtig nicht so gegeben. Aber ich würde es eigentlich wünschen. Und ganz auf mich bezogen, einfach, dass ich den Weg machen kann. Und ich kann den Spass weiter treiben. Und jetzt geht es von Chur auf die Lenzer Heide, Tiefenkastel, Bivio. Bivio hinger über den Septimerpass. Und ich habe jetzt noch ausgerechnet, Casasegna im Pergel auf Chiavenna. Das möchte ich dann noch anhängen. So wie ich jetzt hier zu Weg bin, schaffe ich das. Dann viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Ja. Wir schauen dir mal nach hinten an, wenn du weiterlaufst. Gut, also. Alles, vielen Dank. Alles Gute. Alles Gute. Und herzlichen Dank. Und das Ding haben dir gegeben, das Buch, das hast du einfach. Dann kannst du es lesen. Genau. Also, schöne Zeit. Und hat mich gefreut, Hans-Jörg. Ciao, Christian. Danke vielmals. Schöne. Ade.